Ja, hallo RC-Freunde und willkommen zu diesem Video. Heute haben wir hier wieder die iFlight Nazgul 5 in der 6S-Version und heute zeige ich euch, wie man bei der Drohne ein GPS-Modul verbaut. Ich habe ja schon mal so grundlegend gezeigt, wie man GPS-Module verbaut. Jetzt machen wir das Ganze aber nochmal mit der iFlight Nazgul als spezifisches Beispiel. Ich habe hier ein BN220 GPS-Modul. Das ist nicht das gleiche, was ich auf der anderen Drohne habe. Das hier ist deutlich kleiner, wie man hier sieht. Das andere ist ja ungefähr so groß, also mindestens 50% größer. Und das hier reicht aber vollkommen aus. Das andere hat nämlich noch einen Kompass eingebaut und das braucht man eigentlich gar nicht. Und das hier reicht für GPS-Sachen vollkommen aus. Und da die Nazgul keinen Platz hat wie meine andere Drohne hier hinten für ein extra GPS-Modul, ist es auch leichter, weil wir das dann hier einfach an einem Arm so dran montieren können. Dann ist das nirgendwo im Weg. Es hat oben unten noch genug Platz zwischen Propeller und Arm. Und dann kann man die Kabel direkt da rein verlegen. Was grundlegend wichtig ist, diese GPS-Module gehören mit dieser Seite nach oben. Die Seite mit den Anschlüssen, mit der Beschriftung kommt nach unten. Das hier muss nach oben. Und nicht nur nach oben, sondern das muss auch freie Sicht zum Himmel haben. Deswegen kann man das jetzt schlecht einfach hier irgendwo an den Videosender quasi dran machen. Das muss wirklich freie Sicht nach oben haben, deswegen werden wir das da am Arm montieren. So, was jetzt hier noch dabei ist, können wir uns das mal anschauen. Da haben wir hier noch so ein Kabelset mit schon Pins dran. Das brauchen wir jetzt nicht, das ist nur, wenn man das am Raspberry Pi oder Arduino oder sowas verwenden will. Was wir allerdings brauchen könnten, ist hier ein doppelseitiges Klebeband bzw. so ein doppelseitiges Klebepad, mit dem können wir es da dran kleben, aber dann trotzdem natürlich noch mit Isolierband umwickeln, einfach damit es nicht abkommt. Und dann können wir hier uns das nochmal anschauen, was hier noch für Kabel sind. Genau, dann haben wir hier nochmal das gleiche mit den Pins, nur dass es diesmal weibliche Anschlüsse sind, dass man wirklich an einen Ausgang so anschließen kann. Brauchen wir natürlich auch nicht. Ja, und dann haben wir hier noch ein Kabel, was zwei Stecker an beider Seiten hat. So gesehen brauchen wir keines der drei Kabel, weil wir das GPS-Modul manuell anlöten werden an den Flugcontroller. Deswegen werden wir dann halt ein Kabel dafür zerschneiden. Ich würde sagen, wir nehmen einfach dieses hier, ist jetzt egal. Irgendeins müssen wir eh nehmen. Und was vielleicht nochmal wichtig ist, ich blende euch jetzt das Foto ein, wie GPS-Module grundlegend angeschlossen werden. So, wie ihr da seht, der einzige Trick ist im Endeffekt, dass das TX-Kabel vom GPS-Modul an das RX-Kabel vom, beziehungsweise den RX-Anschluss vom Flugcontroller kommt und genau andersrum. Also nicht, wie man vielleicht erst denken könnte, RX an RX und TX an TX, sondern immer an genau das jeweils andere. Das ist das Einzige, was man im Endeffekt bedenken muss. Das rote Kabel, 5 Volt, kommt einfach an 5 Volt. Das schwarze Kabel, Erdung, Grundierung, das kommt dann natürlich einfach auch an einen geerdeten Anschluss an den Flugcontroller. So, was jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis ist, ich habe eine relativ alte Version dieser Drohne. Ich habe die Mitte letzten Jahres gekauft. Es gibt mittlerweile schon andere Versionen von der iFlight Nazgul. Die haben prinzipiell die gleichen Funktionen. Das Einzige, was teilweise anders ist, ist die Beschriftung von den Anschlüssen am Flugcontroller. Deswegen, ich zeige euch hier mal ein Foto, wo da die Unterschiede liegen. Ja, jetzt melde ich mich nochmal kurz aus dem Schnitt hier. Und zwar bei der neuen Version steht SDA und SCL. Das steht da, wo bei mir R3 und T3 steht. So, und wie ich jetzt herausgefunden habe, das SDA und das SCL steht da einfach nur. Darunter ist im Endeffekt trotzdem R3 und T3. Das heißt, ihr könnt dann das trotzdem ganz normal verwenden. Bei mir steht jetzt an der Stelle R2 und T2, wo bei dem jetzt R4 und T4 steht. Das heißt, bei mir gibt es einfach kein R4. Und R4 heißt jetzt einfach R2, das heißt, die wurden einfach nur umbenannt und da, wo R3 drunter ist, haben sie jetzt was anderes draufgeschrieben. Das heißt, wenn ihr euren Empfänger entweder an R4 oder zum Beispiel an R6 oder R1 habt, könnt ihr es dann halt trotzdem noch an SDR und SCL das GPS-Modul anschließen.
Das heißt im Endeffekt, wie gesagt, SDR und SCL stehen einfach für UART3, also R3 und T3. Es wurde einfach nur anders beschriftet. Ja, sonst sind die von der Funktion, sollten die gleich sein. Ihr müsst dann halt nur jeweils natürlich dann den richtigen UART-Port auswählen. Aber dazu kommen wir natürlich später noch. Aber das Prinzip ist das gleiche. TX kommt an AX, AX kommt an TX. Das Einzige, was halt wichtig ist, wir brauchen einen freien UART-Port. UART-Ports sind ja die AX- und TX-Ports. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel, es muss der gleiche sein. Das heißt, wir können zum Beispiel uns UART2 auswählen. Ich denke, daran werde ich das jetzt ja auch anschließen. Das heißt, wir brauchen dann RX2 und TX2. Und die müssen wir dann jeweils suchen und dann die jeweils anderen Kabel vom GPS-Modul anschließen. So, Schritt 1 ist natürlich aber hier die 8 Schrauben hier oben entfernen, damit wir uns die Drohne angucken können. Und ich würde sagen, genau das mache ich jetzt. Das ist ein 2 mm Imbus und ja, dann sehen wir es gleich. Ja, ich habe die 8 Schrauben abgemacht. Bei mir habe ich noch die GoPro-Halterung drauf. Ist das gleiche Prinzip, wenn man die GoPro-Halterung nicht hat, sind die 4 Schrauben dann halt einfach manuell, normal, ohne die DPU-Halterung im Frame. Ja, jetzt seht ihr ja hier den Videosender ganz oben und ich zoome mal ein wenig rein. So, jetzt seht ihr hier oben den Videosender. Was wir jetzt machen müssen, sind die 4 Nylon-Schrauben beziehungsweise die 4 Nylon-Muttern hier außenrum abmachen. Die sollten eigentlich relativ leicht drauf sein, weswegen man die per Hand abschrauben kann. Deswegen beim Draufschrauben, die müssen nicht mit einem Schraubenschlüssel festgezogen werden. Das würde ein bisschen die Gummilagerung der ganzen Dinger hier überflüssig machen, weil man macht hier extra hier solche Gummilager um die ganzen Chips, damit die nicht die Vibration von der Drohne abbekommen, dann wäre das ein bisschen sinnfrei, wenn man dann die Schrauben bzw. die Muttern so festmachen würde. So, und jetzt können wir den hier oben abheben. Der ist jetzt hier hinten noch mit dem Antennenkabel dran. Dann können wir einfach mal vorsichtig das Antennenkabel festhalten und ziehen. So, ab. Und ich werde ihn jetzt komplett abmachen, indem ich den Anschluss hier einfach auch abmache. So, dann ist der jetzt aus dem Weg und stört uns nicht mehr. So. Wie ihr seht, das grüne Kabel hiervon. So, das grüne Kabel ist an T6. Das heißt für Transmit 6, also UART 6 ist für den Videosender. Meinen Empfänger habe ich an R3. Das heißt, dass der an UART 3 ist. Das heißt, der einzige UART-Port, der für uns offen bleibt, ist UART 2. Das Praktische ist aber, ich kann euch das hier mal zeigen, ist jetzt vielleicht schwer zu lesen, aber hier ist R2. Und direkt darunter ist T2. Und wie ich ja gerade gesagt habe, wir brauchen ja hier RX und TX. Und beides vom gleichen UART-Port. Deswegen werden wir dann einfach R2 und T2 verwenden. Wie gesagt, wenn ihr eine andere Version von der Drohne habt, müsst ihr vielleicht nochmal gucken, was man braucht, ist einen freien RX und TX-Port. Am besten einfach bei Betaflight mal einloggen, beziehungsweise Betaflight verbinden und dann mal nachschauen, welcher UART-Port noch nicht vergeben ist und den dann auf dem Board suchen. Und ja, was natürlich jetzt wichtig ist, wir haben ja jetzt keinen Plan, was was ist. Also man kann das Kabel ja jetzt hier reintun in das GPS-Modul. So, klar, das rote ist logischerweise 5 Volt, das wissen wir schon. Und das schwarze ist logischerweise Erdung. Dann haben wir jetzt hier noch weiß und grün über. Eins davon ist TX, eins davon ist RX. So, und um das rauszufinden, was welches ist, müssen wir natürlich beim jeweiligen GPS-Modul in der Beschreibung nachschauen. So, und jetzt habe ich hier bei dem GPS-Modul geguckt. Und hier seht ihr, hier ist es jetzt als grün und blau. Das rechtere, also das, was näher am 5-Volt-Anschluss dran ist, jetzt so nebeneinander halten, ist RX, das grüne ist RX, das blaue, hier das weiße ist TX, das was links ist, also das zweite von links, TX, das zweite von rechts, RX. Das heißt, wir wissen jetzt, was was ist und deswegen das hier, das grüne,
RX-Kabel kommt an T2, das weiße TX-Kabel kommt an R2. So, was wir natürlich jetzt machen müssen, ist die Kabellänge irgendwie ein bisschen bestimmen. Können Sie es mal anschauen. GPS-Modul kann ja hier oder auf die andere Seite, ist relativ egal. Ich würde es aber, glaube ich, auf die Seite hier machen jetzt gerade. So, es kommt da, sagen wir mal, in die Mitte hin. So, dann muss es bis dahin. Soll ich nochmal ein bisschen extra Kabel lassen. Also ungefähr bis hierhin. Hier würde ich es jetzt abschneiden. Und genau das mache ich jetzt auch mal kurz. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe das Kabel jetzt hier abgeschnitten. Und wir können es nochmal anschauen. Wir können das ja jetzt hier so daneben haben. Das GPS-Modul. Ganz rechts 5 Volt. Dann kommt RX. Dann kommt TX. Und dann kommt die Erdung. Das natürlich uns noch anschauen müssen. Irgendwo müssen wir 5 Volt und Erdung anschließen. Ich gucke mir das gerade mal an. Können wir im Endeffekt überall hernehmen. Da ist zum Beispiel 5 Volt. Da ist 5 Volt. Da könnten wir das hernehmen. Und jetzt muss ich mal schauen, ob da drunter auch Erdung ist. Und ja, was wir natürlich als allererstes machen müssen, ist die Kabel hier abisolieren. Also zumindest ein kleines Stückchen am Ende. Und dafür ist so eine Abisolierzange hier super. Muss nicht viel sein, weil das sind echt ganz kleine Chips. Das heißt, ja, sowas reicht schon. Weil das Ding ist, wenn man da mit einem Lötkolben gleich dran geht und ein bisschen Lötzinn dran macht, wird das eh noch von selbst ein bisschen mehr abisoliert, sage ich mal. Ja, so ist gut. So wie hier beim Roten, das reicht aus. Ja, was bei dem Abisolieren auch ganz wichtig ist, wenn ihr dann zu viel offenes Kabel, sage ich mal, habt, dann macht da Lötzinn dran und schneidet es danach ab. Weil wenn ihr es davor abschneidet, sind die ganzen einzelnen Fasern von dem Kabel fliegen dann überall durch die Gegend, was ziemlich unübersichtlich dann wird. Und zweitens ist das ziemlich gefährlich, wenn ihr die zu lang habt, weil dann könntet ihr vielleicht noch einen anderen Anschluss damit berühren und das ist dann wirklich nicht gut. So, dann hier dran. Ich habe die, wie gesagt, extra länger geschnitten, damit wir ein bisschen Platz haben. Das heißt, jetzt können wir den Lötkolben rausholen. So, ich habe hier wieder eine Lötstation. Was natürlich hilft, ist so eine relativ feine Spitze zu haben. Ist beim Löten deutlich leichter, vor allen Dingen bei diesen sehr kleinen Chips. Ich habe meinen auf 400 Grad gestellt. So warm muss man den nicht stellen. Macht es aber teilweise ein wenig leichter, wenn man solche etwas dickeren Sachen löten will, beziehungsweise wenn es halt einfach schneller gehen soll. Ja, was wir jetzt als allererstes machen, ist hier ein bisschen Lötzinn auf die einzelnen Kabel bzw. die Anschlüsse und dann machen wir Lötzinn auf die Pads, die wir benutzen möchten und dann können wir die einfach nur noch dran halten, kurz mit Lötkolben dran, loslassen, fertig. Am besten macht man das natürlich mit so einer dritten Hand, mit so einer Klemme, dass die hier festgehalten wird. Allerdings habe ich jetzt hier gerade nicht wirklich viel Platz und deswegen mache ich das jetzt so. Geht auch, man kann sich dann so ein bisschen das Ganze leichter machen, indem man das jetzt hier zum Beispiel an diesem GPS-Modul so hoch macht. Seht ihr, jetzt sind die Kabel so ein bisschen in der Luft und dann kann man die ganz gut festlöten. So, was bei solchen Drohnen auch hilft, ist ein relativ feines Lötzinn zu besitzen. Sowas hier, das ist echt gut. Es macht es einfach leichter, diese relativ feinen Spitzen so zu treffen. Und dazu kommt natürlich auch, dass das jetzt noch einen bestimmten Zinnanteil hat. Weil wenn man das Ganze ohne hat, ist nicht ganz das Gleiche. So gut, dann versuchen wir mal hier die einzelnen Anschlüsse bzw. die Kabel hier ein bisschen Lötzinn anzumachen. Ja, so, das reicht schon. Ja, und seht ihr, was ich gesagt habe? Wenn man da einmal Lötzinn dran macht, werden die die Kabel, die, sage ich mal, offen sind, dadurch noch ein bisschen länger, weil die Isolation so ein bisschen nach hinten sich wegbrennt. Ja, und wie gesagt, jetzt gehen wir hier dran, wo wir halt jeweils das anlöten möchten. Könnten zum Beispiel, da sehe ich gerade, ist auch noch eine Erdung, da könnte man auch hin. Wie gesagt, das ist relativ egal. Es muss halt nur Erdung 5 Volt, TX und RX jeweils sein. Okay, ich habe gerade gesehen, das ist sogar doch eine Erdung direkt unter 5 Volt.
was natürlich optimal ist. Dann haben wir das ja alles schön ja, zusammen. Dann haben wir da R2, T2 und dann 5 Volt Erdung. Das heißt, ich werde diese vier Lötpads verwenden. Und ja, dann mache ich da jetzt ein bisschen Lötzinn dran. So, was bei diesen Ports noch relativ wichtig ist, beziehungsweise bei diesen Lötpads, am besten nicht zu lange da drauf bleiben, sonst können die natürlich einen Schaden davon nehmen. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde hier das weiße Signalkabel von meinem Empfänger, werde ich noch ein bisschen zur Seite bewegen hier. Ich hoffe, dass wir es nicht umlöten müssen. Nein, perfekt. So, jetzt haben wir hier R2, T2 und plus 5 und Erdung. So, jetzt schauen wir hier nochmal nach. Bei sowas lieber dreimal nachgucken, bevor man es einmal falsch lötet. RX ist das grüne Kabel, TX das weiße, was jetzt hier in dem Falle bei dem Bild blau ist. So, das heißt, das grüne ist das RX-Kabel und das muss dann an TX dran. Ist eh besser, als Rechtshänder sollte man dann jeweils links, beziehungsweise in dem Fall jetzt hier unten anfangen, das drauf zu löten. Ja, dann werde ich jetzt auch direkt meinen eigenen Tipp verwenden und als allererstes den 5-Volt-Anschluss hier festlöten. Ich würde sagen, die Kabel verlegen wir hier zwischenher. Das heißt, ich werde die jetzt von unten machen. Ich muss natürlich als erstes die Erdung dran. So, und das ist nämlich das Praktische. Jetzt können wir es einfach einmal kurz dran halten. Und das war's. So, die beiden haben wir. Und grün war RX, das heißt grün kommt an TX dran. TX ist jetzt hier bei mir das untere von den beiden freien Anschlüssen. So, und für sowas wäre jetzt so eine relativ kleine Kneifzange praktisch. Die habe ich jetzt gerade allerdings nicht per Hand. Schaffen wir auch so. So, sieht jetzt vielleicht nicht unbedingt schön aus, aber funktionieren sollte es. Jetzt nur das weiße Kabel, was das TX-Kabel ist, kommt jetzt hier an R2. So, was dabei natürlich wichtig ist, sollte selbstverständlich sein, dass man jetzt gucken muss, dass kein Kabel bzw. kein Lötpad ein jeweils anderes berührt, also dass nirgendwo irgendwie Lötzinn von einem aufs andere geht. Und das werde ich mir jetzt mal ganz genau angucken. Jo, prinzipiell ist alles einwandfrei dran. Das Einzige, was ich noch machen werde, ist, ich werde das weiße Kabel hier nochmal abmachen und ein bisschen weiter rüber machen. Ja, perfekt. Dann ist es nicht ganz so nah an dem Signalkabel vom Empfänger dran. Das hat mir nämlich nicht so gefallen. Okay, einwandfrei. Das war's. Mehr muss man nicht löten, das war schon an der Hardware-Seite. Das Einzige, was man noch machen kann, was ich bei sowas immer empfehlen würde, ist einmal ein Multimeter hier nehmen und das auf den Kurzschlussmodus stellen. Und dann kann man ganz schnell überprüfen, ob irgendwo ein Kurzschluss drin ist, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Hier kurz aneinander halten, es piepst und dann können wir es hier an einfach Plus und Minus halten. Und ihr seht, da kommt einfach nur eine Zahl und kein Piepen, das heißt kein Kurzschluss in der Drohne. Ja, wo wir gerade beim Thema Kurzschluss sind, was auch wichtig ist, das GPS-Modul funktioniert sehr wahrscheinlich nicht, wenn man es nur ein USB-Kabel drin hat. Das heißt, man muss auch einen Akku anschließen, damit das GPS-Modul funktioniert. Ja, was ich jetzt noch machen werde, ist das GPS-Modul hier befestigen. Man könnte das jetzt auch, wie ich es empfehlen würde, mit diesem Klebepad hier unten dran machen und dann an den Arm und dann erst mit Isolierband drüber wickeln. Allerdings will ich dieses GPS-Modul nochmal an einer anderen Drohne verwenden. Deswegen werde ich dieses Klebepad mir jetzt für die andere Drohne aufbewahren und das jetzt nur festwickeln. Das reicht auch. Die Kabel können wir jetzt hier hinten ein bisschen verstauen. So, das ist nämlich gut, wenn man so ein paar extra Kabellänge hat. So, ungefähr da würde ich sagen, passt das. Ich habe jetzt leider nur noch weißes Isolierband,
was dann ziemlich schrecklich aussieht, aber hat die gleiche Funktion und sollte funktionieren. So, wie gesagt, sieht nicht unbedingt schön aus, hält aber, ist ja relativ fest. Wie gesagt, das soll nicht an der Drohne bleiben, deswegen muss das jetzt nicht bombenfest sein. Jetzt können wir das Ganze wieder quasi rückgängig machen, was wir jetzt gerade hier abgeschlossen haben alles. Das heißt, erstmal das Antennenkabel hier nehmen vom Videosender, hier in den Anschluss des Videosenders wieder reinstecken. So, bis es klickt, das muss ganz dran sein. Dann können wir die Kabel hier unten verstauen. Dann den Videosender wieder anschließen. So, das Kabel hier rein. So, die Kabel darunter ein bisschen verstauen. So, einfach hier drauf drücken. Und dann kommen hier die vier Nylonmuttern wieder drauf. So, und wie gesagt, die müssen nicht fest sein. Es reicht, wenn ihr die so fest macht, dass die das Gummi darunter so ein ganz kleines bisschen eindrücken, dass ein bisschen Druck drauf ist, so, das reicht, kann sich das noch bewegen und fliegt nicht auseinander, das reicht, der kommt nicht weit. So, dann natürlich hier die Topplatte wieder drüber. Ich habe jetzt hier diese zwei Akkubänder, ich würde auch jedem empfehlen, zwei dran zu machen. Und dann müssen wir, das Einzige, was wir hier bedenken müssen, ist, dass diese vier Pins von der Kamera in diese vier Löcher hier rein müssen. Das heißt, wir müssen es am besten festhalten. So, und dann macht es Klick, ist drin. So, und dann nehmen wir uns diese 8 Schrauben und schrauben die hier wieder rein. Und nachdem ihr alle 8 Schrauben wieder reingemacht habt, war es das auch schon mit der Hardware-Seite. Hier ist das GPS-Modul jetzt einfach. Wie gesagt, sieht jetzt nicht unbedingt schön aus, hält aber, hat eine freie Sicht nach oben. Was man auch rein theoretisch machen kann, ist das auf ein Akkuband dran montieren, dass es dann immer über dem Akku sitzt. Aber ehrlich gesagt, wäre mir das ein bisschen zu kompliziert, wenn das GPS-Modul immer an einem beweglichen Ort wäre. Ich will das schon wirklich an einer festen Stelle haben, wie jetzt da. Und wie ihr seht, Propeller dreht sich ohne Probleme. Und ja, dann geht es jetzt in Betaflight weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Computer. So, ich bin es nochmal aus dem Schnitt hier. Und zwar hatte ich ein kleines Problem. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz erklären und ich glaube und hoffe auch nicht, dass es der Normalfall ist, aber bei mir hat der UART2 nicht funktioniert. Also wenn ich das GPS-Modul, wie ich es jetzt hier in dem Video gezeigt habe, an T2 und R2 angeschlossen habe, was ja auch prinzipiell alles in Ordnung war, ist allerdings in Betaflight nichts angekommen vom GPS-Modul. Und ich hatte das gleiche Problem schon mit dem Empfänger, den habe ich nämlich auch erst versucht an R2 dran zu löten und dann wurde der Empfänger auch nicht erkannt in Betaflight. Deswegen habe ich den Empfänger dann an R3 gelötet. Und jetzt hatte ich jetzt allerdings vergessen und habe deswegen trotzdem einfach mal das GPS-Modul an UART2 gelötet. Hat allerdings nicht funktioniert und ja, jetzt habe ich das nochmal so gemacht. Ich habe das GPS-Modul einfach an UART1 gelötet, also T1 und R1. Ihr seht es ja gerade hier auf dem Bildschirm, gleiches Prinzip, einfach nur ja, die Pads links daneben. Und ja, da habe ich es jetzt angeschlossen und jetzt funktioniert alles einwandfrei. Deswegen, bei der neueren Version von der Drohne wird es definitiv nicht mehr der Fall sein, da bin ich mir sehr sicher. Und ich hoffe einfach mal, dass es bei der alten Version, die ich hier habe, auch nicht der Normalfall ist, sondern vielleicht ist bei mir da einfach irgendwas kaputt. Aber so oder so, jetzt funktioniert das GPS-Modul und wie man das Ganze in Betaflight konfiguriert, das zeige ich euch jetzt. Ja, und jetzt sind wir hier auch schon am Computer. Und was wir natürlich als allererstes brauchen, ist Betaflight und da gibt es zwei Optionen und zwar kann man das einmal über den Google Chrome Store oder über GitHub machen. Über den Google Chrome Store kann man es einfach als Add-on hinzufügen. Problem daran ist nur, das ist eine sehr alte Version von 2018 und wenn man die runterlädt und installiert, wird man doch einfach nur dazu aufgerufen, sich das neue Update runterzuladen und das kriegt man hier. Deswegen machen wir es direkt so, das ist jetzt mittlerweile Version 10.7.0. Wir gehen einfach nach ganz unten und hier Betaflight Konfigurator Installer Windows 32, die Datei einmal runterladen und ausführen. So, dann landet ihr hier in Betaflight. Das einzig Wichtige, was man eigentlich noch machen muss, ist hier den STM-USB-Treiber zu installieren. Deswegen muss man einmal auf hier drücken. So, dann landet ihr hier.
Und dann müsst ihr nur einmal hier auf Get Software drücken. Dann kann man hier akzeptieren. Bei Namen und Nachnamen können wir im Endeffekt hinschreiben, was man will. Nur bei E-Mail muss es die richtige E-Mail-Adresse sein, weil dahin schicken die dann den Link mit der Datei zum Runterladen. Und die muss man installieren, PC am besten neu starten. Und ja, dann sind wir soweit erstmal fertig. Ja, und wenn ihr dann die Treiber und Betaflight installiert habt, könnt ihr euch jetzt ein USB-Kabel schnappen. Ich empfehle da immer ein gutes USB-Kabel. Ich habe zum Beispiel ein originales Samsung-Kabel. Und das hilft wirklich, weil einige günstigere Kabel manchmal gar nicht Daten übertragen, sondern nur Strom. So, jetzt schließe ich das an. Vorher mache ich aber das automatische Verbinden hier oben mal kurz aus. So, und jetzt müsst ihr mal da oben hingucken, wo jetzt hier COM1 steht. Seht ihr, ist auf COM4 umgesprungen. Dann können wir uns jetzt verbinden. Ja, dann müsst ihr noch hier oben rechts Expertenmodus einschalten auswählen, damit wir dann alle Optionen sehen, die wir gleich brauchen. So, und dann sind wir in der Drohne. Es kann natürlich da oben auch was anderes sein. Wenn das bei euch COM7 ist oder 8 oder 9, ist es auch egal. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Und zwar müssen wir jetzt unter Anschlüsse gehen. Und dann müssen wir hier, je nachdem, wo wir es angeschlossen haben, es geht ja von UART 1, 2, 3 und 6 sind ja bei mir jetzt hier bei der Drohne. Und ich habe es ja jetzt an UART 1 angeschlossen. Deswegen gehen wir jetzt bei UART 1 hier ganz nach rechts. Und dann sehen wir hier unter Sensoreingang GPS. Ich habe es schon ausgewählt, weil ich es ausprobiert habe. GPS. Und das hier hinten kann man auch auf Auto lassen. Es springt nur dann später eher auf diese 57.000. Also ist im Endeffekt egal. So, dann ganz wichtig, immer Speichern und Neustarten drücken, bevor man irgendwie weitermacht. So, und dann zweiter Schritt. Gehen wir unter Konfiguration. So, und dann hier etwas weiter unten auf der rechten Seite GPS. Das ist normalerweise ausgeschaltet, das müssen wir einmal einschalten. Bei dem GPS-Modul ist dieses NMEA-Protokoll, bei anderen ist es aber teilweise U-Blocks. Also je nachdem, ihr könnt es einfach ausprobieren, es kann nicht schaden. Bei dem ist es wie gesagt NMEA. So, dann natürlich nochmal auf Speichern und Neustarten. So, dann Schritt Nummer 3, wir gehen zu Failsafe. So, und wenn man jetzt hier sieht, Stufe 2 Failsafe Einstellung. Normalerweise ist das hier auf Drop, dass die Drohne einfach aus der Luft gefallen kommt. Man kann auch Landen auswählen und Go Rescue können wir halt jetzt nur auswählen, weil wir ein GPS-Modul haben. So, Winkel ist natürlich dann der maximale Winkel, mit dem die Drohne zurückgeflogen kommt. Anfängliche Höhe ist die Höhe, ab der die Drohne zurückgeflogen kommt. Sinkentfernung ist die Entfernung, mit der die Drohne langsam wieder anfängt, die Höhe, die hier oben eingestellt ist, wieder zu reduzieren. Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde, also mit welcher Geschwindigkeit die zurückkommt, das werde ich direkt mal auf 10 Meter pro Sekunde stellen, weil 20 ist viel, viel, viel zu viel. Diese ganzen Gasdinger hier kann man eigentlich lassen, wenn man es noch ein bisschen feintunen will, kann man hier sich ein bisschen mit beschaffen, aber braucht man eigentlich nicht. Steig- und Sinkrate kann man auch so lassen, Mindestsatelliten ist normalerweise 8, das habe ich auf 7 gemacht. Und Arme ohne GPS-Fix zulassen würde ich nicht einschalten, weil das hieße dann, dass du losfliegen kannst, ohne einen richtigen guten GPS-Empfang zu haben. Und das ist ja der Sinn der Sache, deswegen lasse ich das definitiv aus. Ja, und hier Höhenmodus, das ist vielleicht noch das Einzige, was wichtig ist. Das ist in den älteren Versionen von Betaflight nicht. Ich habe jetzt hier Betaflight 4.2.5, hier gibt es das. Und zwar kann man hier einstellen, ob der entweder mit der maximalen Flughöhe, mit einer festen Höhe oder mit der aktuellen Höhe. Wenn ich jetzt feste Höhe mache, wird er mit den 50 Metern zurückkommen. Wenn ich aktuelle Höhe mache, wird er halt mit der Höhe zurückkommen, auf der ich gerade bin. Ich würde es aber auf maximale Höhe machen, das heißt, wenn man jetzt 80 Meter hoch fliegt und danach wieder auf 20 Meter runter geht, indem man jetzt, sage ich mal, über einen Wald hinüber geflogen ist und wenn man dann den GPS Rescue Mode anmacht, fliegt die nicht einfach auf den 20 Metern bei aktueller Höhe oder den 50 bei der festen, sondern über die maximal geflogenen, also dann 80 Meter zurück. Ja, deswegen, das würde ich so anlassen, dann einmal speichern und neu starten. So, und jetzt müssen wir noch den letzten Schritt machen, und zwar unter Modi müssen wir GPS Rescue einrichten. Ich mache das nochmal weg, um es euch zu zeigen. Als erstes muss man natürlich die nicht verwendeten Modi wieder einblenden. Und bei der FlySky FSI 6, mit der ich das jetzt hier beispielshaft zeige, wenn man das noch nicht so konfiguriert hat, dass die beiden Schalter oben rechts für die Drohne zuständig sind, also dass die übertragen werden, zeige ich euch mal kurz, wie das geht. So, als nächstes müsst ihr kurz was an der Fernsteuerung selber einstellen. Und zwar macht ihr die eben an
Und dann, wenn die Fernsteuerung ganz normal hochgebootet ist, könnt ihr OK gedrückt halten, um in die Einstellung zu gelangen. Und links ist ja oben und unten, Up und Down, die beiden Tasten. Und dann drückt ihr einfach einmal ab, damit ihr auf dieses Einstellungszeichen kommt. Und von da aus geht ihr runter zu AUX Channels. Und da, wo AUX Channel steht, macht ihr einfach Channel 5 auf SWD und Channel 6 auf SWC. Das könnt ihr einfach mit Up und Down, könnt ihr das verändern. Und dann haltet ihr Cancel gedrückt, um aus diesem Menü rauszugehen und das zu speichern. So, wenn ihr das gemacht habt, heißt das, dass ihr die oberen Tasten als Arming- und als Modus-Taste benutzen könnt. Ja, und wenn ihr das dann so eingestellt habt, müsst ihr natürlich nicht, könnt ihr wie ihr wollt. Ich finde so aber leicht am leichtesten, weil man dann mit dem linken Zeigefinger alles bedienen kann. Und da der zweite Schalter von rechts ganze drei Positionen hat und es deswegen mehr Optionen bietet. Ich habe das bei mir so, ich habe den Angle-Modus, also den unterstützten Modus, habe ich in der Mitte, wie man hier sieht. Diese Bereiche bestimmen immer, in welchem Bereich das aktiviert ist. Dann geht hier von 900 bis 2100. Der Schalter, wenn er dann ganz oben ist, ist er dann bei 1000. Wenn der in der Mitte ist, bei 1500. Und wenn der ganz unten ist, bei 2000. Und so kann man sich dann halt die Bereiche einstellen. Prinzipiell könnte man auch einen Punkt daraus machen. Ich lasse es einfach so, weil es schöner aussieht. Also im Angle-Modus ist der in der Mitte bei mir. Immer wenn kein anderer Flugmodus wie der Angle-Modus oder sowas aktiviert ist, ist die Drohne automatisch im Akro-Modus. Das heißt komplett manuell und mit Stunts und sowas möglich. Ja, und was wir jetzt machen müssen, ist hier GPS Rescue. Das heißt, wir müssen einen Bereich hinzufügen. Damit das aber natürlich funktioniert, müssen wir auch einen Akku anschließen, um die Fernsteuerung zu verbinden. So, Akku habe ich hier, Fernsteuerung ist schon an. Ich schließe mal kurz den Akku an. So, wie ihr gehört habt, Drohne ist gestartet und jetzt sind die hier alle auf 1000 zurückgesprungen, weil ich alle Schalter oben habe. Wenn ich jetzt mal den 3-Positionen-Schalter in die Mitte mache, seht ihr, ist es von 1000 auf 1500 gesprungen. Wenn ich nach unten mache, geht der Beeper an. Seht ihr, das habe ich hier unten bei 2000 und Armen. Ich mache jetzt mal den ganz rechten Schalter, AUX 6 ist das bei mir. Seht ihr, ist jetzt deaktiviert, weil man im Betaflight ist. So, jetzt machen wir GPS Rescue Mode. Wir machen Bereich hinzufügen, das ist ganz wichtig, nicht Link, sondern Bereich. Und jetzt ist das auf Auto, das heißt, den ersten Schalter, den wir jetzt berühren, das ist dann der, auf den es geht. Wir wissen natürlich, dass Channel 5, wie man es hier auch AUX 5 ist, dass das der 3-Positionen-Schalter ist und auf dem will ich es auch haben, deswegen bewege ich den einfach mal kurz. So, ich habe ihn jetzt nach oben bewegt, seht ihr, das ist jetzt auf AUX 5 umgesprungen, jetzt kann ich hier den Bereich auswählen. Ich mache das mal ganz nach rechts. Dann piepst es halt gleichzeitig, während er über einen GPS Rescue Mode zurückkommt, weil jetzt beides auf dem gleichen AUX 5 in dem gleichen Bereich ist, aber es ist ja nicht schlimm. So, einmal speichern. Jetzt können wir uns das wieder übersichtlicher machen. So, jetzt der Schalter oben. Seht ihr, Angle-Modus nicht aktiviert, damit der Akro-Modus. Jetzt ist er in der Mitte, damit der Angle-Modus und jetzt unten. Ja, dadurch ist dann GPS Rescue und Beeper aktiviert. So, und das war es auch schon fast. Wir können jetzt unter GPS nachgucken, ob es funktioniert. Ich bin jetzt gerade drin, deswegen hat er jetzt keinen guten Satellitenempfang. Aber wie ihr seht, hier kommt was an. Und das ist das Wichtigste, wenn ihr hier seht, dass hier irgendein Balken ist oder dass hier Zahlen stehen. Das heißt schon, dass der Satelliten hat, zum Beispiel jetzt hier Satelliten-ID 17. Da hat er irgendwie so ein ganz kleines bisschen Empfang. Da seht ihr, 20 ist hier auch gekommen. Und das ist das einzig Wichtige, das heißt, wenn hier irgendwas kommt, seht ihr, jetzt kommen hier noch ein paar mehr, das heißt, wenn hier irgendwas angezeigt wird, heißt das schon, dass das GPS-Modul funktioniert und wenn man dann draußen ist, wird das natürlich auch alles voll und dann kommt hier rechts so eine Google Maps-Karte und dann hier die aktuelle Höhe und Koordinaten und weiß ich nicht was alles. Das ist jetzt aber natürlich nicht so wichtig, sondern es geht jetzt nur darum, dass es funktioniert und das tut es. So, und das Letzte, was wir machen müssen, ist zu OSD gehen. So, und hier können wir uns jetzt das On-Screen Display, also im Endeffekt das, was wir in der Brille sehen, konfigurieren. Und da wir jetzt ein GPS-Modul haben, haben wir jetzt auch mehr Möglichkeiten, was wir uns einblenden lassen. Was ziemlich wichtig ist, ist einmal, also was heißt wichtig, man kann es hier natürlich konfigurieren, wenn man will. Einmal Flugdistanz, das ist die insgesamte Strecke, die man geflogen ist während eines Fluges. Die habe ich jetzt hier, das ist das mit diesem Kreis. Dann Flugmodus, gut, ist an. GPS-Geschwindigkeit und GPS-Satelliten und Höhe, die drei hier. GPS-Geschwindigkeit hier steht es jetzt beispielsweise 40 km/h. GPS-Satelliten, das ist hier oben ganz wichtig, damit man sieht, wie viele Satelliten man hat.
Höhe habe ich jetzt auch hier, das ist dann einfach die Höhe über ein N. Und das letzte, was noch richtig wichtig ist, ist Richtung Startposition. Das ist dieser kleine Pfeil hier, der zeigt einem dann, in welche Richtung die Startposition ist, falls man dann entweder die Orientierung verloren hat oder einfach nochmal wissen will, ob das GPS-Modul richtig funktioniert. Kann man hier nachschauen. Jetzt gehen wir hier nochmal drauf. Und jetzt muss ich das Ganze hier schon zensieren, weil hier gerade meine Adresse zu sehen ist. Das heißt, das GPS-Modul, obwohl es so ein relativ kleines ist, hat sogar hier in meinem Zimmer Empfang gefunden. Ist nicht ganz so präzise, aber funktionieren tut es definitiv. Dann war es das im Endeffekt auch schon. So, und wie ihr jetzt seht, wird hier jetzt nicht mehr angezeigt GPS bei Arming deaktiviert, weil jetzt GPS-Satelliten hat. Und ja, was wir jetzt machen, ist einen kurzen Testflug draußen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich nochmal hier kurz dran. So, da sind wir jetzt draußen. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ist hier noch Frost. Ist leider kein Schnee. Aber wie man hier auch an dieser sogar ziemlich stabilen Eispfütze sieht, ist es verdammt kalt. Also es sind gerade unter 0 Grad sogar. Deswegen ist das mit blanken Händen ein bisschen schwierig draußen. Deswegen werde ich jetzt auch schnell machen. Die Position hier kennt ihr vielleicht noch nicht. Allerdings da hinten, da wo diese Zäune da sind, das ist das, wo wir das letzte Mal diese Return-to-Home-Tests gemacht haben. Und ja, GPS-Modul ist dran. Und ja, jetzt mache ich die Fernsteuerung an, die Brille. Und dann gucken wir mal, der wird wahrscheinlich ein bisschen brauchen, um die Satelliten zu finden. Aber ich denke, das geht eigentlich schnell, vor allen Dingen bei dem GPS-Modul geht es generell irgendwie schneller. Und ja. Okay, ich würde sagen, los geht's. Sind immer noch 11 Satelliten, das sollte ja aber auch ausreichen. Und nur als Hinweis, ich bin schon lange nicht mehr geflogen. Erwartet jetzt keine Höchstleistung, ich spüre meine Hände auch nicht. Und zitter mit den Händen noch sehr, was das Ganze nicht viel leichter macht. So, jetzt steht hier Distanz zum Homepunkt 170 Meter, 180 Meter, 200 Meter und ich schalte mal den Schalter um. So, jetzt geht sie auf die maximale Flughöhe, die geht immer ein bisschen höher. Deswegen, die wird jetzt wahrscheinlich auf die 50 Meter gehen. Jo, 49. Und seht ihr, jetzt kommt die schon langsam wieder runter. Ist natürlich blöd, weil die Distanz jetzt sehr gering war. So. 39 Meter, 38 Meter und jetzt geht sie schon langsam runter. Ja, jetzt fliege ich wieder manuell. Aber ihr seht, ich bin hier wieder bei mir. Jetzt fliege ich vielleicht noch ein bisschen weiter raus. km/h. So, fliegen wir mal hier bis zu den Bäumen, das sollte reichen. Sind jetzt genau 300 Meter, Schalter umlegen. Jetzt fliegt sie wahrscheinlich ein bisschen höher. Oh, 50 Meter. Ich bin jetzt nicht über 50 Meter geflogen, deswegen kommt sie jetzt nur mit diesen 50 Metern zurück. Wenn ich über 50 Meter hochgeflogen wäre, würde sie dann auch mit dementsprechend viel mehr zurückkommen. Ja, und die kommt jetzt schon mit über 70 km/h zurück. Quatsch, tut mir leid, über 50 km/h. Deswegen würde ich die Geschwindigkeit auch nicht höher setzen als 10 Meter pro Sekunde, das reicht vollkommen aus. Das sind 36 km/h, sollten das grob sein. Da seht ihr, und jetzt geht sie langsam runter. Die ist jetzt allerdings schon hinter mir. Ja, ich fliege jetzt wieder manuell. Und komme jetzt hier runter, das war schon. Wie gesagt, ich spüre meine Hände nicht. Ich kann gerade nicht präzise fliegen. Ich bin auch schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr geflogen. Nicht ganz geplant, die Landung, aber so geht's auch. Okay, und bevor ich noch komplett einfriere, würde ich sagen, sehen wir uns drin. Und ja, damit haben wir es geschafft. Ich bin wieder drin. Da seht ihr, GPS-Modul ist verbaut und hat alles einwandfrei geklappt. Die Drohne ist super wieder zurückgekommen. Man merkt auch, in der neueren Betaflight-Version ist es nochmal ein bisschen anders. Wie man die Betaflight-Version aktualisiert, kann man natürlich auch in meinen alten Videos entnehmen. Wenn nicht, ist es relativ einfach. Einfach statt bei Betaflight oben rechts auf Verbinden drücken, auf Software-Flasher. Und vorher sollte man natürlich nochmal nachschauen, welche die eigene Drohne ist.
dafür verbinden und unten rechts in der Ecke nachschauen. Und ja, dann kann man bei Software Flash die Drohne auswählen, die aktuellste Software, dann auf Firmware laden online und dann auf Flashen. Und dann habt ihr auch die aktuellste Software drauf. Das GPS-System gibt es aber schon länger, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das auf eurer Drohne schon verfügbar ist, ist sehr hoch. Nur dass es dann halt vielleicht nicht so präzise ist oder nicht alle Funktionen so 100% funktionieren, wie sie es hier tun. Aber ja, nochmal eine ganz kurze Wiederholung sozusagen vom GPS-Modul RX an TX am Flugcontroller und jeweils andersrum, TX an RX, RX an TX, 5 Volt und Erdung kommt natürlich auch an den Flugcontroller. Und dann müsst ihr in Betaflight halt nur das einschalten auf dem jeweiligen UART-Port. Wie gesagt, bei mir war UART-Port 2 irgendwie tot. Ich weiß nicht ganz warum. Im schlimmsten Falle, falls es bei euch auch nicht funktioniert, könnt ihr es ja auch nochmal woanders anschließen. GPS aktivieren und dann halt jeweils auf dem auf einen Schalter legen, damit ihr das dann auch benutzen könnt. Und ja, das war's mit dem Video. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir einfach im Discord schreiben. Der Link ist in der Beschreibung. Und genau da findet ihr auch Amazon-Links. Das heißt, falls ihr mich irgendwie unterstützen wollt, würde ich mich sehr freuen, falls ihr darüber irgendwas kauft. Dann kriege ich eine kleine Provision, kostet euch aber nichts mehr. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.